Moin Moin und herzlich willkommen. Ich begrüße euch zu einem weiteren Part von Ratchet & Clank Rift Apart. Mir ist gerade beim Spielstarten etwas aufgefallen. Was? Ach so, hier kann ich ja jetzt auch wieder hin, weil ich ja jetzt diese Wallruns kann. Ich habe im letzten Part Ich habe im letzten Part hier oben wie ein Bekloppter nach diesem Kristall gesucht, der mir hier auf der Karte angezeigt wird. Ich habe ihn gerade beim Spielstarten gefunden. Und zwar ist er nicht über uns, sondern unter uns. Wahnsinn! Hier unten drin war ich auch, glaube ich, noch gar nicht wirklich. Doch, ganz am Anfang. Aber jetzt kommen wir hier auf jeden Fall rein. Oh, 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 oh. Oh ja, das hat sich gelohnt. Eine Menge Geld. Sehr, sehr schön. So, jetzt muss ich mal kurz überlegen, was wir jetzt auf dem Zettel haben. Begib dich zur Nefarius-Statue. Nein. Erstmal begebe ich mich jetzt dahin, wo wir noch mit dem Wallrun den einen Kristall kriegen können. Denn wir haben ja jetzt gelernt, die Kristalle sind wichtig. Kurz einmal einen Überblick verschaffen. Hier geht's lang. Das Geld ist natürlich auch wichtig. Also die Schrauben. So, einmal durchziehen. So. Dann mit dem Riss weiter. Und jetzt muss ich noch einmal kurz überlegen, wo das war. Auf jeden Fall ging es erstmal hier hoch eigentlich. Irgendwie komme ich da nicht mehr gegen die Wand. Oh Gott, wie war denn das? Machen wir es so. Ich wette, so einen Weg gibt es gleich in dem nächsten auch. Ich habe es nur nicht erkannt und bin deswegen aber mit diesen Wall-Jumps da hochgegangen. Gut, da waren wir. Alles kaputt machen. Ach, ist das schön. Da oben. So, man kommt doch hier rauf. Von hier aus kann man hier hin. Jetzt ein bisschen geschickt ist, kommt man da auch problemlos rüber. So, und jetzt können wir hier an der Wand laufen, um diese Kristalle hier zu holen. Genau so wollte ich das haben. So, fehlt uns sonst noch irgendwas auf dieser Karte? Ja, diese Schraube. Hm. Komme ich da jetzt hin? Muss ich gleich mal testen. Weiß gar nicht mehr, wie das war mit da hinkommen. Ob ich da jetzt auch mit dem Wallrun oder mit unserem... Och nein. Ne. Jetzt sag mir nicht, dass das Ding die ganze Zeit schon da war.
Da kann man sich ja einfach rüberschwingen. Das letzte Mal bin ich da gestorben. Ich habe das nicht gesehen. Ach, schon wieder was explosiv. Ich erkenne das immer nicht. Wie so ein Zurückgebliebener. Und ab durch die Rutsche. Juhu. Ab geht's. Nun sind wir wieder hier. Oh, da kam ich auch mit dem Dash nicht durch. Wo soll das jetzt sein? Links rüber. Ach so, das war das da oben. Dafür wollte ich ja durch den kompletten Club hier nochmal durch. In der Hoffnung, dass ich da nochmal rankomme. So, let's go. Hier einmal rüber. Hier ging es einfach nur runter. Sag mal, springst du irgendwie schief oder was? Okay, jetzt habe ich. So, und dann im richtigen Moment natürlich von diesem Dingsbums abspringen. Hier richtig. Ja, dann bin ich hier. Ach, dann hätte ich ja gar nicht da durch den kompletten Club durchgemusst. Okay, ist egal, sind wir da einmal rumgelaufen. Glaube ich auch gleich schon fast. Ich glaube, ganz so weit war dieser Weg gar nicht. Einmal mit dem Aufzug hoch. Komm schon, ein bisschen schneller. Okay, und jetzt müssten wir auch schon gleich da sein. Hier. Nee, da auch noch lang. Oh, gerade eben noch gekriegt, das Ding. Okay. Aha, da kommt der Aufzug. Muss man also kurz drauf warten. Ich war gerade ein bisschen verwirrt. Man kann auch nicht gerade nach oben gucken, deswegen wusste ich jetzt nicht, ob der kommt. So. Sind wir schon mal hier beim Club? Ganz oben hier beim Poolgelände. So, und hier geht's abwärts. Wo muss ich abspringen?
Ich sehe das natürlich jetzt überhaupt nicht mehr. Ist aber fast in meine Blickrichtung. So, da ist die... Dieses Gebäude muss das sein. Dieses oder dieses. Weil da ist die Brücke rüber. Von der Statue. Muss das hier um die Ecke sein. Eins von diesen Gebäuden. Versuchen wir es. Da, das hintere rote. Ich sehe es, ich sehe es, ich sehe es. Ich weiß, wo ich rauf muss. Man kann hier nicht runter. Was ist das? Trophäe erhalten. Was für eine Trophäe. Tricksprünge. Ja, ist völlig egal. Wieso komme ich da nicht hoch? Da, ich sehe. Ich sehe die Schraube. Oh nein, nicht von der Map springen. Nur wie kommt man da hin? Verdammter Käse. Da oben drauf. Ich hätte echt gedacht, ich kann von dieser Schiene abspringen. Ja, das hier bringt uns wahrscheinlich gar nichts. Gibt's nicht. Wie zum Henker. Muss ich echt danach googeln oder was? Naja, gut. Macht nichts. Wir gehen jetzt erstmal zur Statue. Wo auch immer die jetzt schon wieder war. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Aber eins kann ich sagen, hier war sie nicht. Ich muss das hier noch so ein bisschen nachforschen und auswendig lernen und so. Aha. Na. Was bin ich denn für ein Held? Frage ist, hat uns das jetzt irgendwas gebracht? Was ist da unten? Nee, ich weiß, wo wir sind. Das hat uns gar nichts gebracht. Egal, aber schön zu wissen, dass solchen Kram hier auch irgendwie, dass so ein Kram irgendwie funktioniert. So, da lang muss ich zur Statue. Aha, das muss die Zugangskonsole sein. Vorzudringen ist illegal. Bossgegner. Wo kommst du überhaupt her? Du wirst bald das Licht sehen. Beginne Lasersäuberung. Zum
Das? Warum? Wow. Hä? Freut mich, was war denn das jetzt? Die Reise überlebt hast. Jetzt stirb! Oh nee, was geht denn hier nur ab? Das ist ja... Hallo. Ich habe dich versuche dich möglichst schnell zu vernichten. Endlich kann ich Glitzer an die Zugangskonsole anschließen. Geil. Was für Kämpfe hier. Aber was mich nur wundert, ist, dass es irgendwie keinen interessiert. Also es muss doch irgendwie mal so ein System geben, wo die melden so, Achtung, hier ist Ärger. Schick mal Verstärkung oder so. Ich meine, wir sind hier in Nefarious City. Da muss Dr. Nefarious muss doch irgendwie mal merken, dass hier irgendwas doof ist. Und was ist das? Ich habe keine Ahnung. Komm schon, Konsole. Komm schon, Konsole. Ich würde das echt gerne wissen. Schon öfter gesehen, keine Ahnung. Naja gut, gehen wir da mal ran. Hi, du bist wohl Glitch. Ich bin Matchet. Entschuldige das Geholpere von vorhin. Es läuft nicht gerade besonders gut und ich glaube, du bist die Einzige, die mir jetzt helfen kann. Danke. Matchup, ha? Ui. Was ist das denn jetzt? Ich muss vielleicht ein paar Dateien löschen. Nein. Dann ist er oh, wie geil. Oh mein Gott, bin ich gerade froh darüber, dass ich mich vorher noch nicht über dieses Spiel großartig informiert habe. Sonst wäre ich mit sowas allem hier schon gespoilert worden. Aber das fühlt sich auch schon wieder so cool an im Controller. Man spürt halt die ganzen kleinen Schritte. Was ist das? Energie, okay. Energie ist nie verkehrt, habe ich gehört. Oh Gott. Dass man sogar hier einfach so... Einfach so, wofür auch immer. Sieht aus, als wäre der Computer wieder online. Verwirrend, aber geil. Mach dich bereit, das Raumschiff zu kapern, Ratchet. Du hast es geschafft, Glitch. Willkommen zurück, eure hochmajestätische Majestät. Und los geht's. Todesfall, Kampfmons, 5 Planetenzerstörungskanonen und ein Überwachungssystem für die gesamte Stadt. Würde nur dieser blöde Dimensionator noch funktionieren. Clank. Hä?
Trommel klang. Nein, 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 nein! Willkommen, oh Meister von uns allen. Passwort, bitte. Wozu ein Passwort? Ich bin der Imperator, ich kann dich auch einfach vernichten. Bring mir diesen Lombard! Also, dieser Dimensionator wurde gestohlen von Dr. Nefarius und er brachte dich damit hierher? Jetzt musst du nur noch deinen Freund finden, der auch wundersamerweise ein Lombax ist und die Lage retten. Und heimreisen. Du musst mich echt für selten dämlich halten. Pass auf, ich glaube ja, dass es diesen Dr. Nefarius gibt, aber das hier ist eindeutig das Werk des Imperators. Hilfe! Wir! Angegriffen! Jemand! Mord? Was ist los? Oh je! Gut festhalten! Oh, pass auf! Was glaubst du, was ich mache? Aber wohin bringst du mich? Eigentlich in mein Versteck. Aber zuerst muss ich meine Freunde in ihrer Gelatoniumfabrik retten. Okay, ich muss jetzt gerade überlegen, wie sie jetzt... Rivet. Wir sind jetzt in der Haut von Rivet. Alter, ist das cool. In der Haut von Rivet mit Clank dabei. Fand ich aber wieder schön, dieser Humor. Eben alleine eben gerade diese Anspielung. Also ich gehe davon aus, dass es eine Anspielung darauf war, dass wir hier auf diesem Planeten gelandet sind. Diese Überblendung. Das ist 1:1 die Star Wars Blende gewesen. Was natürlich in dieser Situation ganz gut reinpasst, aber das ist... Es ist eine schöne Anspielung gewesen. Habe ich jetzt auch nicht mit gerechnet. Und jetzt gibt es auch mal in Anführungszeichen natürliche Gegner. Was haben wir für Waffen? Dieselben. Und das ist gut. Das ist sehr, sehr gut. Es gibt jetzt hier Gegner, die nicht nur dann erscheinen, wenn sie erscheinen sollen, sondern einfach irgendwelche auf der Map verteilt. Das finde ich sehr gut. Sieht auch echt gut aus, die Welt hier. Also... Ich bin immer noch ganz beeindruckt davon tatsächlich. Über meinem Versteck ist ein Suchfüßler. Ich war lange nicht mehr so weit draußen. Jede Menge Sumpfsäure zwischen hier und der Gelatoniumfabrik der Mords. Diese Käfer scheinen kein Problem mit dem sauren Sumpfwasser zu haben. Flitzkäfer, ja. Darum werde ich einen reiten, sobald ich nah genug herankomme. Ratchet, hörst du mich? Oh, wie cool. Mein Kommunikator muss kaputt sein. Natürlich. Bestimmt sind die Mords in ihrer Gelatoniumfabrik. Ich muss irgendwie durch den Sumpf. Verschwinden die auch eigentlich irgendwann oder spawnen die immer nach? Nee, sie scheint zu verschwinden. Sehr gut.
glaube, hier gibt es richtig, richtig viel zu entdecken. Okay, erledigt. Ne, da sind noch welche. Kommt auch irgendjemand mehr dazu oder so? Du hast sie sehr gekonnt erledigt. Okay. Aber auch schön, wie sich hier alles irgendwie bewegt. Das sieht einfach gut aus. Okay, wir gucken einmal auf die Karte und wir haben schon was übersehen da hinten beim Kaufstand. Hier. Nee. Da. Und dann gucken wir noch einmal, was es hier Schönes gibt. Letztes Mal sah mein Konto aber anders aus. Das liegt daran, dass ich unseren gemeinsamen Freund in Nefario City hinzugefügt habe. Okay. Ah, wer liebt es nicht, einen Tag in der Sonne zu verbringen, an dem du deinen Gegner mit dem Formschnittsprinkler verwurzelst? Spanne einen Gefechtsturm, der deine Feinde in hilflose, trinnbare Hecken verwandelt. Okay, ich weiß jetzt nicht, ob sich das lohnt. Ich glaube, damit warte ich noch. Verbesserungen sind unterwegs. Okay. Blaster voll aufbessern. Oh, das Ding platzt jetzt vor Blaster. Sehr schön. Okay, und dann den Vollstrecker als nächstes. Was haben wir hier? Maximale Reichweite und so haben wir schon. Ja, immer mehr auf maximale Reichweite, würde ich sagen. Vergrößert den Wirkungsbereich, ist auch gut. Einen haben wir noch übrig. Munitionslimit erhöhen. Sehr schön. Ja, und das, da würde ich sagen, sparen wir ein bisschen. Dass du es willst. Können wir uns die nächste vielleicht gleich direkt holen? Weil das finde ich jetzt nicht so interessant, die Waffe. Außerdem haben wir wohl oder übel, denke ich mal, noch genug Spielzeit, dass wir die anderen Waffen, auch wenn wir sie uns später holen, trotzdem noch ausprobieren können. Dimensionsverzerrung von dieser Höhle aus. Sehr gut. Ich muss mal ein bisschen mit auf die Zeit achten. Ja. Weil sonst habe ich das Gefühl, spiele ich gleich zu lange. Und der letzte Blitzkäfer flitzt in dieses Spalt. Dings. Okay. Okay, Cleverbot. Wo sind wir hier? Ich... eine Dimensionsfalte? Vielleicht noch eine Folge der Zerstörung des Dimensionators. Wie kommst du auf solche Ideen? Das ist einfach cool. Hey, das ist Maynard, der Mordhelferbot. Muss irgendwie durch den Spalt hereingekommen sein. Da ist der Flitzkäfer. Nein, nein, nicht verstecken!
Hallöchen. Oh. Was geht denn jetzt hier ab? Und warum ist dieser Bereich so riesig? Habe ich eine Karte dazu? Nee. Das ist schon echt, ich finde es so cool, wie das Spiel innerhalb von wenigen, von wenig Spielzeit, einen schon so sehr mit verschiedenen und neuen Inhalten vollballert. Es wird ja nicht mal ansatzweise langweilig. Okay. Vielleicht führt Maynard mich zu den Mords. Hier springen wir einmal ab. Kann man eigentlich auch Geld liegen lassen? Nee, ich glaube von Kisten nicht, höchstens von besiegten Gegnern. Und weiter geht die wilde Fahrt. Stopp, 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 mein lieber Flitzkäfer. Ich bin hier noch nicht fertig. Auch wenn ich tatsächlich so ein bisschen das Zeitlimit überschreite, aber das passt schon. Aber hier muss ich doch noch lang. Hier sind doch noch Kisten. Immer schön alles Geld mitnehmen, was man findet. Vollgas hier lang düsen. Und jetzt zurück. Wenn wir jetzt bitte weg von dieser Säure könnten. Auf geht's, Maynard! Finden wir die Mords! Ah, Mist. Aber ich habe mich doch noch gar nicht genug umgeguckt hier an Land. Wenn wir jetzt bitte weg von dieser Säure könnten. Auf geht's, Maynard! Finden wir die Mords! So, hier springen wir jetzt erstmal ab. Warum habe ich denn das jetzt in der Hand? Die sind hinter einer Wand. Hä? Ich glaube, ich muss den Flitzkäfer dafür nehmen, um überhaupt da lang gehen zu können oder schießen zu können. Was ich ein bisschen doof finde, muss ich ganz ehrlich sagen. Das finde ich ein bisschen blöd. Wer ist er?
Ich würde sagen, mit ihm legen wir uns im nächsten Part an. Von Ratchet & Clank Rift Apart. In der Haut von Rivet diesmal. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, danke fürs Zusehen. Und tschüss.